Es ist 10 Uhr. Ich würde gern pünktlich anfangen, weil ich ein bisschen Programm mit euch vorhab. Ich starte einfach. Und wenn jetzt noch ein paar Leute rein rauskommen, ist für mich jetzt auch kein Problem. Dann ist es einfach so. Montags könnte ich kotzen. So lautete vor einiger Zeit der Titel von einem Wirtschaftsmagazin von Brand 1. Und das Thema, um was es dabei ging, war Motivation. Motivation von Mitarbeitern in Unternehmen und Organisationen. Und was auf jeden Fall häufig auf die Motivation der Mitarbeiter schlägt, sind Konflikte, die am Arbeitsplatz bestehen. Das schlägt auch auf meine Motivation. Moment, nochmal ein bisschen zurück. Ja, und das ist eben auch mein Vortragsinhalt heute. 7 Tipps, damit dich dein Gegenüber nicht beißt. Eine interaktive Bedienungsanleitung in wertschätzender Kommunikation. Nach dem Vortrag habt ihr tatsächlich 7 Tipps an der Hand, wie ihr künftig mit euren Mitmenschen in herausfordernden Situationen vielleicht ein bisschen gelassener bleiben könnt. Und selbst wenn ihr nicht gelassen bleiben könnt, dann habt ihr aber eine Möglichkeit, wie ihr weiter im Kontakt mit diesen Menschen sein könnt, ohne dass es zum Verbindungsabbruch kommt und der Konflikt so groß wird, dass ihr hinterher paralysiert an der Wand steht und nichts mehr geht. Ja, also wie ich das eben eingangs auch schon gesagt habe, kennt ihr vielleicht auch aus eurem beruflichen oder familiären Rahmen Konflikte, Spannungen, die führen immer wieder dazu, dass man vor allem, wenn man gemeinsame Ziele hat, und das hat man ja in der Arbeitswelt in der Regel dann doch, dass die einfach gefährdet sind. Also Aufgaben, Projekte, Projektziele werden schlechter erreicht mit viel höherem energetischem Aufwand. Ihr reibt euch, ihr seid vielleicht demotivierter oder eure Kollegen, die es betrifft. Und das kann dann dazu zum Schluss führen, dass es Puff macht und eben das Projekt komplett gefährdet ist oder ein Teamziel oder im privaten Bereich ist es einfach so, dass es auch zum Beziehungsabbruch führen kann. Falsch. Ich möchte euch als allerersten Tipp hier wirklich Mut dazu machen. Freut euch, wenn ihr einen Konflikt erkannt habt. Nutzt den Konflikt, freut euch drüber, nehmt ihn erstmal an und sagt, oh Mann, ja, auch scheiße, wenn es mich gerade echt annervt und es ist vielleicht dieselbe Situation, wie ich sie schon seit Jahren mit dieser Person erlebe. Nutzt es, nehmt es an und nutzt es einfach als gemeinsame Wachstumschance für euch beide oder eben für euch im Team oder für, ja, in welchem Bereich ihr euch da gerade bewegt. Kann ja auch im familiären Bereich sein. Das ist wirklich mein erster Tipp. Freut euch über so einen Konflikt. Der zweite Tipp, den kennen vielleicht einige von euch schon. Gerade in der Situation, die wir immer wieder erleben. Und ich habe hier so ein Beispiel genommen, das ihr vielleicht auch von euch aus eurer eigenen Arbeitswelt oder Welt überhaupt kennt, ist das Thema Pünktlichkeit. Ja? Also für mich ein Riesenthema. Ich neige dazu, pünktlich und überpünktlich zu sein und verstehe immer gar nicht, was ist da los, wenn da einer nicht zum vereinbarten Zeitpunkt kommt. Wie kann ich es dem denn jetzt mitteilen, dass der nicht denkt, oh, jetzt kackt die mich hier schon wieder an, sondern wie schaffe ich es zu sagen, möglichst ohne, dass es als Angriff oder Vorwurf kommt, hör mal, könnte ich auch sagen, kommst ja immer zu spät, nie kannst du pünktlich sein. Also solche pauschalen Verallgemeinerungen, die führen dazu, dass der andere das natürlich als Vorwurf hört und als Kritik und nie, und was der dann für sich draus konstruiert, wissen wir ja gar nicht. Aber in der Regel ist es so, dass der andere das als Vorwurf hört. Mein Tipp ist, und das ist der zweite Tipp, nutzt wirklich Zahlen, Daten und Fakten zu einer Situation. Betrachtet euch die Situation wirklich wie durch so ein Kameraobjektiv und guckt mal, was sehe ich denn hier tatsächlich jetzt in dieser Situation und nicht, was habe ich denn jetzt mit dieser Person schon alles in den letzten 3 Jahren erlebt. Was ist es jetzt genau? Und wenn ich mir das vorstelle, zum Beispiel, es ist ein Mensch, der kommt immer wieder zu spät, dann kann ich das vielleicht ein bisschen entschärfen, indem ich sage, hör mal, wir hatten jetzt 2 oder 3 Termine diese Woche
und ich stelle einfach fest, du warst zu allen drei Terminen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt da. Ich weiß nicht, ob das für euch fühlbar einen Unterschied macht. Es hilft einfach, sich wirklich auf die Situation zu beschränken und eben Zahlen, Daten und Fakten zur Situation zu benennen. Und da habe ich auch die erste kleine Übung vorbereitet. Da hätte ich, wenn ihr wollt, einen Freiwilligen, der mitmacht. Also eine Person, tut auch nicht weh. Und wenn kein Freiwilliger da ist, dann mache ich das auch gerne von hier vorne. Gibt es einen Freiwilligen? Nein. Okay. Ach doch, du? Okay. Genau. Und die anderen bitte ich mal, die Augen für 2 Minuten zu schließen oder wegzugucken. Jetzt auf jeden Fall nicht zu gucken, was da am Flipchart, am Beamer hinten dran steht. Kriegt ihr das hin? Augen jetzt bitte zu. Achso, und dich bitte ich, den anderen jetzt zu beschreiben, was du siehst. Also versuch wirklich Interpretation, Bewertung und was du so denkst, darüber wegzulassen. Ich sehe ein Paar, was an einem Tisch sitzt, ein Mann und eine Frau. Die Frau hat eine Zigarette in der Hand und ist auf ihre Hand aufgestützt, also ihren Kopf hat sie auf die Hand gelegt. Und der Mann hat seinen Kopf auf den Tisch gelegt und die Augen geschlossen. Vor dem Paar ist eine Sektflasche zu sehen und 2 Gläser. Und noch ein bisschen Shishi außenrum. Ja, das ist es im Wesentlichen. Okay, vielen Dank. Ja, bevor ihr jetzt die Augen aufmacht, erinnert euch noch mal kurz an das Bild, was ihr beschrieben bekommen habt. Und dann macht die Augen auf und spürt mal kurz so in sich rein. Ist es das Bild, was ihr jetzt beschrieben bekommen habt? Was hattet ihr für Gedankenassoziationen dazu? Ist es sehr abweichend? Trifft es das im Kern? Und an dich erstmal vielen Dank, dass du dich geopfert hast hier vorne. Wenn ihr mögt, so 2, 3, 4 Feedbacks dazu hätte ich ganz gerne. Es würde mich auch interessieren, ob das für euch... War gut beschrieben für dich? War okay? Du hattest so eine romantische Vorstellung davon, okay. Das ist spannend. Hattest du, glaube ich, gar nicht erwähnt eben, gell? Nee. Ganz da hinten war eine Meldung eben gewesen. Ja. Okay. Ja. Danke. Okay, danke. Noch eine? Ja? Indien. Ja, okay. Schön. Du hattest noch was? Okay. Ja, vielen Dank. Also wie ihr gemerkt habt, ihr hattet teilweise, habt ihr eben gesagt, ja, hat für mich gepasst, habe ich mir so vorgestellt. Und bei anderen war es so, nee, hattet ihr eine andere Vorstellung davon. Und da ist, an der Stelle passiert es eben einfach oft, dass wir anfangen, unsere eigenen Bewertungen und Interpretationen über Aussagen von anderen Menschen dazu zu basteln. Unbewusst, das ist ganz natürlich. Wir haben alle unsere Filter, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen. Und so ist es einfach auch der Fall bei so einer Bildbeschreibung, dass wir auch da unsere Filter einsetzen und uns dazu was zusammenreimen. Du hast eben gesagt, genervt. Vielleicht ist sie auch einfach irgendwie mit offenen Augen eingeschlafen. Wir wissen ja gar nicht genau, was passiert ist jetzt. Ja, oder was. Ich meine, klar, da ist auch viel Interpretationsspielraum bei diesem Bild. Ja. Okay. Ja, also wenn wir es geschafft haben, unsere so eine Situation wertfrei für uns zu betrachten, vor allem. Also wir müssen das noch nicht mal unserem Gegenüber vermitteln. Wichtig ist, dass wir die für uns versuchen, so wertfrei wie möglich zu betrachten. Da gibt es übrigens noch so einen schönen Satz, der heißt, jenseits von richtig und falsch ist ein Ort und da treffen wir uns. Also
weg von diesen moralisierenden Bewertungen. Ja, und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir uns oft auch ein bisschen Zeit verschafft und können mal gucken, wie geht's denn uns in so einer Situation. Also das Gefühl wird ja ganz oft gerade in der Arbeitswelt gesagt, Gefühl darf da irgendwie gar nicht sein, ich kann doch nicht Gefühl zeigen. Mit Gefühl ist ja oft auch sowas wie Tränen oder wirklich so heftige Gefühlsausbrüche gemeint. Es muss gar nicht immer so heftig sein. Oft ist es ja auch so ein Ärger, der in uns nagt oder eine Wut, die hochkommt oder auch einfach eine Irritation oder auch eine Ratlosigkeit darüber, was da gerade los ist. Also wenn ich nochmal das Beispiel mit dem Pünktlichsein zurückkommen darf, da ist es einfach so, ja, da merke ich, ich bin da auch bei einer Person, die viel oder oft zu spät kommt, einfach mittlerweile ratlos. Und das ist auch ein Gefühl, das ich in mir spüren kann. Ich bin ratlos und denke mir, was ist denn hier los? Wir haben doch klar gesagt, wir treffen uns um 9 Uhr und warum geht das denn nicht? Und da ist es einfach wichtig, an der Stelle wirklich sich die Zeit zu nehmen und mal nach dem eigenen Gefühl zu gucken. Und das andere ist, wenn so ein Gefühl präsent ist, dass ich es auch dem anderen mitgebe und mitteile. Dass ich auch sage, hör mal, ich bin da echt ratlos oder irritiert oder was da auch immer gerade bei euch präsent ist. Also steht zu euch und euren Gefühlen, Männer wie Frauen, das könnt ihr alles machen und teilt es wirklich aufrichtig mit. An der Stelle möchte ich so einen kleinen Hinweis noch geben. Wir nutzen oft Ausdrücke, von denen wir denken, die drücken ein Gefühl aus, nämlich sowas wie, ich fühle mich betrogen, ich fühle mich verarscht. Das sind alles keine Gefühle, die wir da ausdrücken. Also das ist einfach eigentlich ein Ausdruck schon von Wut und ist auch ein Vorwurf, den wir an den anderen wieder machen. Wenn wir es dagegen schaffen, wirklich zu sagen, ich bin wütend, ich bin sauer, ich bin verwirrt, dann ist es ein Gefühl, was in euch selbst drin ist und das ist auch eures und das ist keins, was der andere verursacht hat. Der hat es vielleicht ausgelöst, aber diese Irritation, die schleppt ihr vielleicht schon über einen längeren Zeitraum auch mit euch rum. Der vierte Tipp, und das ist so ein bisschen das Entscheidende für mich auch an der wertschätzenden Kommunikation, ist, was ist denn der gute Grund, warum jemand so handelt, wie er handelt? Also wir erfüllen uns mit jeder Handlung, die wir machen, und mit jeder Aussage, die wir machen, erfüllen wir uns auf irgendeine Art und Weise ein Bedürfnis. Und Bedürfnisse sind universell gültig. Das heißt, ich habe dieselben Bedürfnisse wie du oder wie du oder wie irgendjemand sonst hier im Raum. Es ist auch wurscht, ob das ein Chinese ist oder ein Südafrikaner, auch die haben dieselben Bedürfnisse. Also wenn man das mal auf so etwas Simples jetzt zurückführt, wie zum Beispiel Gesundheit, haben wir alle so ein Bedürfnis, körperlich irgendwie uns wohl oder gesund zu fühlen. Oder Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, was wir alle universell auf der ganzen Welt teilen. Es gibt aber auch so Bedürfnisse wie eben gesehen werden und Wertschätzung oder vielleicht habt ihr noch ein paar Bedürfnisse, die euch so einfallen. Ja, und die Bedürfnisse sind quasi auch immer wieder die Ursache, aufgrund derer wir handeln. Also ich handle immer aus einem Bedürfnis heraus und mein Gegenüber übrigens auch. Also wenn mich dann auch jemand anschnauzt, dann hat er auch ein Bedürfnis. Auch wenn ich jetzt das Anschnauzen nicht super toll finde, aber dann will der vielleicht einfach mal auch gesehen werden damit, was ihm wichtig ist. Und der hat nur im Moment keine bessere Idee, wie er das Ganze ausdrücken kann. Aber dem ist vielleicht einfach mal wichtig, dass ich ihn oder sie so höre, wie es ihr wichtig ist. Ja, und hier möchte ich euch auch nochmal einladen, euch ein Bedürfnis zu suchen, und zwar vielleicht eins von denen, Vieren, die ich hier hingeschrieben habe, Verbindlichkeit, Sicherheit oder Wertschätzung, und mal kurz zu spüren, wie waren die denn für euch in der letzten Woche im beruflichen Kontext oder im familiären Kontext, wie gut waren die da für euch erfüllt?
eins davon reicht, um mal kurz reinzuspüren. Gab es da was für euch oder ist euch das ein bisschen zu weit abgehoben? Waren da ein paar erfüllt davon oder? Ich habe Klarheit nachempfunden. Ja. Schwingt da so ein bisschen Unsicherheit auch mit, wie geht es denn weiter? Ja, okay. Wie fühlst du dich da? Kannst du da ein Gefühl zu benennen oder willst du jetzt nicht? Okay. Ja, danke. Danke fürs Teilen. Ja, also der vierte Tipp ist wirklich, guckt mal nach euren Bedürfnissen oder eben nach den Bedürfnissen der anderen Person, die da gerade vielleicht ein bisschen harsch oder heftig reagiert. Was ist der gute Grund, damit diese Person oder weswegen diese Person so handelt, wie sie jetzt gerade handelt? Der fünfte Tipp, den ich euch mitgebe, ist jetzt habt ihr ja so ein bisschen euch selbst eingefühlt, habt die Situation beobachtet, habt ein Gefühl für euch vielleicht herausgefunden und auch ein Bedürfnis erkannt. So, und was macht ihr jetzt damit? Wie geht es denn dann weiter? Dann habt ihr die Möglichkeit, an euer Gegenüber oder auch an euch selbst eine Bitte oder einen Wunsch zu äußern, damit ihr wieder handlungsfähig werdet. Also, nein, danke. Also, wenn wir bei diesem Pünktlichkeitsthema nochmal bleiben wollen, dann könnte eine mögliche Bitte einfach sein, kannst du mir denn jetzt bitte sagen, was du brauchst, damit du beim nächsten Mal pünktlich bist? Also über diese Bitte mache ich auch quasi ein Angebot, mit dem anderen in Kontakt zu bleiben, ohne auf dieser Vorwurfsebene weiter rumzureiten. Sondern gibt es für dich was du mir sagen kannst, was nicht wieder Rechtfertigung, Entschuldigung ist, war zu spät, weil irgendwie der Zug war zu spät und Stau war gewesen und alle Ampeln waren rot, sondern kannst du mir jetzt was sagen, was du brauchst, damit es beim nächsten Mal vielleicht klappt? Und eine Bitte, die ist eigentlich auch immer aufs Hier und Jetzt bezogen. Das bedeutet, die ist auch auf Hier und Jetzt die Situation bezogen. Das bedeutet, ich gucke einfach, was geht denn jetzt, was kann mir der Mensch jetzt erfüllen, damit wir künftig vielleicht ein bisschen einen anderen Kontakt haben können. Und einen Wunsch, den kann ich in die Zukunft oder richten. Also da könnte ich ja auch sagen, ist es möglich, dass du nächsten Freitag pünktlich um 9 da bist? Ja, dann hätte ich einen Wunsch geäußert, natürlich immer wieder mit der Gefahr, dass dieser Mensch dann trotzdem nicht um 9 Uhr pünktlich ist. Gibt es da Fragen? Ja. Kommt es bei dir so an, als würdest du ihm dann mit eins in die Fresse hauen? Siehst du jetzt so, dass es unmöglich zu behandeln ist? Ist es für dich so? Nein. Nein. Ich habe die anderen Meldungen gesehen, gleich würde dazu gerne noch was sagen.
Das ist mir bewusst. Ich finde es spannend, weil das tatsächlich immer wieder kommt. Es ist so, dass wenn wir eine Bitte äußern oder auch einen Wunsch an den anderen, dann hat der andere immer noch die Möglichkeit zu sagen, mache ich oder mache ich nicht. So. Und dann ist es wieder die Frage, wie gehen wir mit dem Nein um, was zurückkommt? Wie gehen wir damit um, wenn der am nächsten Montag wieder nicht pünktlich ist? Wie kriegen wir das hin? Also wie kriegen wir es auch dauerhaft hin? Habe ich dich nicht richtig verstanden? Und da, hast du da Erfahrung mit? Ah, okay. Okay, dann ist es so ein Schutz, den du dir damit erfüllst oder für die Situation und sagst, nee, dann steche ich da nicht rein. Also das Angebot, nochmal, ich würde dann gerne die anderen Wortmeldungen auch noch abholen, ist nicht nur einfach aus dem Blauen raus zu sagen, kannst du mir mal sagen, was wir jetzt tun können, damit es am Montag besser ist, sondern das tatsächlich zu verknüpfen mit dieser Beobachtung, mit dem Gefühl und mit dem Bedürfnis. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es in der Form wahrscheinlich noch nicht versucht hast. Also es kommt immer wieder auf... Ja, deshalb sage ich, es ist eine Unterstellung. Ich will jetzt nicht einfach sagen, wahrscheinlich hast du es nicht. Ich unterstelle es einfach, weil ich die Erfahrung tatsächlich immer wieder mache, dass die Leute genau an dem Punkt sagen, geht nicht, kann ich nicht. Und ich möchte einfach zu einladen, das zu versuchen. Und wenn du für dich sagst, hast du schon, kommst nicht weiter und stichst in Wespennest, dann ist es vielleicht auch einfach nicht dein Weg, kann gut sein, ja. Können wir es dabei stehen lassen jetzt, oder? Okay, alles klar. Ich habe jetzt, du mit dem orangefarbenen Schal? Danke. Also für dich wäre es eine Unterstützung tatsächlich. Daneben war, glaube ich, noch jemand. Also für mich ist es auch, vielen Dank nochmal kurz an euch beide, auch eher der Weg, so ein Verbindungsangebot nochmal zu machen und nicht zu sagen, dann geht das halt hier nicht. So. Oder? Mhm.
Vielen Dank. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis mit den unterschiedlichen Eskalationsstufen. Danke. Du hattest dich auch... Genau. Ja. Also höre ich da auch raus, dass du auch dann eher die Verbindung halten würdest und gucken würdest, wie kann ich in Verbindung bleiben, um dann zu gucken, wie können wir es gemeinsam lösen. Okay. Ja. 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 Wissen wir nicht, ja? Tatsächlich. Ja. Schafft's nicht, ja. Aber dann hast du auch so eine Haltung, dass du sagst, okay, dann sehe ich ja, der kann es aus irgendeinem Grund wieder nicht, ja. Und dann ist die Frage, gehst du weiter auf Konfrontation oder nicht? Ich würde gerne die zwei Wortmeldungen noch, ganz da hinten ist die ganze Zeit schon jemand. Bei was? Die Sprache, bei einer gewissen Klientel funktioniert es so nicht. Also, so, also bei Frauen kann ich mir das gut vorstellen. Also ich merke, da sind Zweifel und Skepsis ist groß. Gleichzeitig kann ich nur noch mal betonen, ich möchte euch zu einladen, probiert es, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist es ja auch in Ordnung. Es wird niemand gezwungen. Du hattest noch was. Die immer pünktlich kommen.
Ich merke, hier sind ganz viele Wortmeldungen noch und ich würde... Bitte... Können wir es danach dann lassen? Weil ich würde gerne noch weitermachen, weil ich habe auch noch eine Übung für euch, damit wir einfach... Gut, dann du noch... Also es sind hier vier Schritte und das ist nochmal, also einfach nur zu sagen, kannst du mir jetzt mal sagen, was du brauchst oder so, wäre mir auch zu kurz gegriffen, so wie du es eben formuliert hast. Ich merke, da geht es mir nicht gut oder ich habe Bauchschmerzen, wie können wir denn? Dann hast du ja auch dein Gefühl benannt und dir ist Pünktlichkeit wichtig, dann hast du auch dein Bedürfnis benannt und dann glaube ich, so kam es jetzt zumindest bei mir an, kannst der andere auch eher hören. Jetzt, du hattest dich eben noch... Okay. Kann ich weiter oder ist es nur, weil nochmal eine Wortmeldung hochkam? Oder können wir im Anschluss nochmal eine kleine Diskussionsrunde machen, weil ich bin auch sicher vor 11 fertig. Ich würde gerne nochmal, ach so, ich bin hier bei der Bitte-Wunsch. Also egal jetzt, wie ihr es formuliert, ist es hilfreich, wenn ihr eine Bitte oder einen Wunsch an euer Gegenüber smart formuliert. Ich weiß nicht, ob ihr die SMART-Regeln kennt, die sind aus dem Projektmanagement entlehnt. SMART bedeutet einfach eine Bitte spezifisch oder einen Wunsch spezifisch zu formulieren, messbar im Sinne von nachvollziehbar, also die nächsten 5 Male, an denen wir uns treffen, kannst du da wenigstens 4-mal pünktlich sein, dann wäre es messbar, attraktiv. Ich habe das mit für mich attraktiv übersetzt, ich finde es die schönste Übersetzung dazu, damit es nicht nur für mich eben anziehend genug wirkt, dass ich dieser Bitte nachkomme, sondern eben auch für mein Gegenüber. Ja, wenn ich merke, der hat um 9 Probleme pünktlich zu sein, dann ist 7 Uhr morgens wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher und das fände er noch schräger. Realistisch meint einfach, dass es auch machbar ist, machbar für alle beteiligten Personen so gut wie und terminiert mit einem klaren Termin versehen, also Freitagmorgen 9 Uhr, oder Montagmorgen 14 Uhr und nicht so schwammige Formulierungen wie Ende der Woche morgens, sodass für niemanden klar ist, was ist ein Ende der Woche und was ist ein morgens oder Montagmittag. Ja, das ist bei dem einen vielleicht schon 11:30, bei jemand anderem ist es tatsächlich erst 2, dass ihr euch da einfach klar werdet, eindeutige Formulierungen zu verwenden. Das geht so ein bisschen auch wieder in Richtung Zahlen, Daten, Fakten. Ja, und ich kann einfach nochmal appellieren, das kam jetzt für mich auch so ein bisschen in der Diskussion raus, das heißt, wenn man versucht, diese 5 Tipps für sich irgendwie zu übernehmen, ist es am Anfang tatsächlich immer sehr holperig in der Formulierung und es ist auch eine Sprache, an die wir uns erst gewöhnen mit der Zeit. Wir sind es einfach nicht gewohnt, uns über Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken
und ein Verbindungsangebot zu machen. In der Regel schaffen wir das auch, sonst hätten wir ja nur Stress und Konflikte um uns rum. Wichtig ist eben, was machen wir in den Situationen, in denen es uns die Situation irgendwie um die Ohren fliegt und wir einfach nur denken, verstehe nicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert oder es immer wiederkehrende Konflikte sind. Ja, und für mich ist es tatsächlich so, wenn man das also irgendwie hinkriegen kann, dann hat man auch ein besseres Miteinander. Dann kann auch eine Teamarbeit anders funktionieren und dann finden sich auch neue Wege und neue Möglichkeiten, um Lösungen für Probleme zu finden, die man so hat im Arbeitsalltag vielleicht auch, weil man eher auch versucht, den anderen einzubeziehen und zu sehen mit seinen Ideen und Wünschen und nicht nur immer versucht, so seins durchzudrücken. Ja, und wenn euch das jetzt irgendwie zu kompliziert ist und ihr denkt, ach, was 4 Schritte oder 5 Tipps, ich muss mich erst noch freuen, dann irgendeine Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte, ist mir irgendwie zu viel, dann habe ich noch 2 weitere Tipps für euch, wie es gut machbar ist, auch ohne Gefühl, Bedürfnis, Bitte, mit dem Gegenüber im Kontakt zu bleiben. Da möchte ich mal kurz noch ausholen zurück. Oft ist es so, dass wir in so einer Art Einbahnstraße kommunizieren. Das heißt, es gibt so einen Sender der Nachricht, das kennen vielleicht die einen oder anderen von euch, und es gibt einen Empfänger von der Nachricht. Und was wir ganz oft nicht machen, ist uns tatsächlich mal zurückzumelden zu lassen, was ist denn da bei dir gerade angekommen? Egal jetzt, ob in einer ganz entspannten Situation und in einer Konfliktsituation machen wir das oft auch nicht. Da ist es eher so, dass wenn wir merken, der andere eben wird er bissig, ja, dass wir anfangen auch in so eine Art Rechtfertigung und Abwehrhaltung und aber nee, so ist es doch gar nicht und uns selbst verteidigen. Da gehen wir oft rein. Und deshalb ist der 6. Tipp tatsächlich, und da habe ich auch gleich im Anschluss noch eine Übung zu euch, mal den anderen zu fragen, wenn ihr merkt, der reagiert anders, als ihr jetzt erwartet habt, sag mal, was hast denn du da eigentlich gerade von mir gehört, was ist denn da gerade bei dir angekommen? Ich bin ein bisschen verwirrt und merke, da ist mir Klarheit wichtig oder kann man auch ohne Gefühl und Bedürfnis, sondern einfach sagen, kannst du mir mal sagen, was du gerade von mir gehört hast? Erstmal ist es für mich wichtig zu fragen, was hast du gehört? Du kannst auch fragen, verstanden? Verstanden geht auch klar. Also verstanden impliziert aber oft, der andere muss erstmal was verstehen, was ich sage. Deshalb ist es spannend zu fragen, was hast du gehört? Weil dann kann der auch nochmal in seinen Worten wiedergeben, was ist bei ihm angekommen. Und ob er das verstanden hat oder nicht, ist erstmal noch spielt eine nachgeordnete Rolle. Wichtig ist, was hat er gehört? Genau, was ist angekommen? Genau. Danke für die Nachfrage eben, ja. Ja, und genauso könnt ihr das umgedreht machen, nämlich dem Gesprächspartner ein Feedback geben. Also zu sagen, okay, willst du mal wissen, was ich gerade von dir gehört habe? Auch wenn ihr merkt, irgendwie, der redet vielleicht und hört überhaupt nicht mehr auf zu reden und dass ihr den mal unterbrecht und sagt, okay, ich habe jetzt gerade von dir das und das gehört, ist es das, was du mir gerade sagen wolltest oder nicht? Also das quasi immer so im Wechselspiel zu halten. Und das ist tatsächlich eine Form von Kommunikation, wie wir sie oft im Alltag nicht praktizieren. Also ganz oft ist es so, oder wenn wir das tun, dann fragen wir vielleicht noch nach, hast du verstanden, was ich meine? Und dann freuen wir uns, wenn der andere sagt, ja, habe ich verstanden. Und wenn dann aber trotzdem irgendwie ganz was anderes passiert, sind wir auch wieder verwundert oder irritiert darüber, was hat denn der verstanden? Ich habe ihn doch gefragt. Ja. Also wirklich dieses Feedback einholen und auch Feedback geben, nicht im Sinne von finde ich gut oder schlecht, sondern im Sinne von was habe ich gehört oder was ist denn bei dir angekommen. Und da möchte ich euch nochmal zu einer kleinen Übung einladen, wenn ihr Lust habt. Das ist eine Übung, die besteht aus 2 Phasen und da bitte ich euch mal in Partnerarbeit zusammenzugehen, also immer 2 und 2 und euch, ich gebe euch einfach ein fiktives Thema jetzt mal vor,
Und zwar das Thema Homeoffice. Ist ja vielleicht für den einen oder anderen von euch ein Thema auch. Und dann bitte ich euch in diesen Paaren einmal die Rolle einzunehmen, ich bin gegen Homeoffice und der andere sagt mal, ich bin für Homeoffice. Jetzt mal unabhängig davon, wie er echt im echten Leben tickt. Und dann überlegt ihr euch drei Argumente, die ihr jeweils für eure Seite habt. Und werft ihr euch quasi immer mit so einem Ja-Aber an den Kopf. Das heißt, wenn ich, hast du gerade mal Lust, oder geht schon los? Geht schon los. Ja, dann bitte ich euch wieder zum Ende zu kommen und das kurz nochmal nachwirken zu lassen. Mir ist wichtig, damit wir die zweite Phase üben können, dass die Aufmerksamkeit wieder hier nach vorne kommt. Ja, danke. Ja, und in der zweiten Phase bleibt ihr bitte in dieser Position und in dieser Haltung und ich gleich lasse ich es auch auftauchen. Ich möchte es vorher kurz noch erklären und dann sagt einer von euch beginnt, sagt das Argument, was weiß ich, ich bin für Homeoffice, weil dann kann ich zu Hause arbeiten, wann ich will und dann wiederholt der andere nochmal, was er gehört hat und leitet sein Argument mit einem gleichzeitig ein. Das heißt, die andere Person sagt dann, oh, ich merke, dir ist es wichtig, dass du, wenn du von zu Hause arbeitest, dass du dir da deine Zeit selbst einteilen kannst. Und gleichzeitig ist mir wichtig, dass wir im Büro immer alle präsent sind, damit wir da vorankommen können. Habt ihr die verstanden, so, die Übung? Ja. Besteht noch Lust? Okay, dann, ich habe gerade gehört, ich habe noch 2 Minuten. Mich würde so 1, 2 kurze Feedbacks würden mich interessieren dazu. War es für euch ein Unterschied, die erste Phase im Vergleich zur zweiten Phase oder hat sich es gleich angefühlt? Hat sich irgendwas vertrauter angefühlt? War eine Verbindung da? Okay. Es sind viele Stimmen. Ich habe gehört, ich habe noch 2 Minuten. Bin jetzt selber ein bisschen ratlos.
Ich würde gerne den Vortrag abschließen und dann haben wir vielleicht Möglichkeit, noch in den Pausen drüber zu diskutieren. Also mir war es nochmal wichtig, einfach diese 7 Tipps mitzugeben. Freut euch, nutzt Zahlen, Daten, Fakten, die Beobachtung, sprecht tatsächlich von euch und eurem Gefühl, von eurem Bedürfnis. Guckt mal, was will der andere sich gerade erfüllen. Äußert eine Bitte oder einen Wunsch, smart formuliert, und haltet die Verbindung untereinander, indem ihr einfach immer wieder spiegelt, was habt denn ihr gehört und was nicht. Und wenn ihr das alles hinkriegt, dann bin ich auch ganz sicher, dann kann auch jeder in seiner Einzigartigkeit nebeneinander bestehen und man kann so zu einem Großen und Ganzen beitragen. Ja, den interaktiven Vortrag von eben, den könnt ihr euch auch gerne runterladen. Ich habe den im Internet abgelegt auf bit.ly 7 Tipps Barcamp 13. Ansonsten noch ein paar Daten zu mir. Ich bin aus Darmstadt, bin Wirtschaftsmediatorin und mein Thema ist einfach mit Konflikten umgehen und Konfliktmanagement für IT-Unternehmen. Vielen Dank, mir hat es viel Spaß gemacht und danke für die große Resonanz. Danke.